Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Blasphemous. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, wir sehen uns hier wieder in der Nähe des Gedösels. Wollte mal gucken, ob ich noch irgendwelche Knochen hatte. Hatte ich nicht. Jetzt gehen wir mal ganz schnell runter zum. Wer ist der denn? Zum Mann mit dem, mit der Bauchgeburt. Oder, naja, sieht für mich nicht wie eine Geburt aus. Der Mann, der seine Privatsphäre öfter anscheinend braucht. Wir haben Spaß. Flaschen verbessern. With this quicksilver, I bless the mixture that will recover your spilled blood. Als ob der noch mehr könnte. Okay, ich dachte eigentlich, naja gut, okay. Jetzt haben wir nur noch 5 Flaschen. Ich guck mal. Mal sehen wieder. Okay, er kommt nicht immer weiter raus. Ich dachte eigentlich. Ja gut, dann halt nochmal. Ja, schade, dass wir eigentlich nicht noch eine Flasche haben. Nicht noch ein Quecksilber und genug Geld. Jetzt heißt es ja eigentlich nur noch zurück und ich glaube dann. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt so gehen wird. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Hierhin. Die Ladezeiten aus dem Spiel sind natürlich legendär, also das ist ja wirklich. Na gut, was will da auch geladen werden, also mal ganz ehrlich. So viel zum Laden ist da ja gar nicht. Vielleicht ein bisschen Osama Bin. Entschuldigung. Der war sehr schlecht. Ihr könnt ja gerne für diesen Witz einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen und sagen, wie ihr ihn findet. Gleich den Kanal abonnieren. Jetzt sind wir hier. Wandelpfad seiner Heiligkeit. Bitte nicht noch ein Boss. Oh Gott. Nochmal Moria, Moria in Hell. In my dreams, I heard your footsteps coming closer. In my dreams, I tried to talk to you and introduce myself. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain, I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which your mother gazes. But nothing I know of you. Apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Nein, nicht noch ein Boss! Now may your sword full of guilt with mine of gold collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in name. I bless you forever in death. Nein! Oh! Was? Achso, na gut, da können wir einfach durchlaufen, das ist ja nichts. Hä? Warum ist der. Warum macht der. Ich verstehe nicht ganz, warum der. Oh, der hat die Zeichen des Mirakels. Des Miraculix. Hä?
You have shattered the mirror in which you saw me asleep. Now you see me awoken as the son of the true miracle. Oh oh. Nee. Jetzt steht hier gleich so ein Gigant. Oh. Ach du Scheiben. Ich mach dem null Schaden. Also wirklich null. Ey, bitte nicht nochmal den ersten machen. Och nee, und dann nochmal von hier unten losrennen. Ja, das ist das Teil, was wir die ganze Zeit geöffnet haben, nicht wahr? Dieses komische Viech. Der Bewacher des Miraculix. Und nicht nochmal den... In my God, I am not part, no. Now may you I oh. Sehr gut. Also nochmal er hier. Ja. So, und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie kriegt man denn den zweiten hin? Ich meine, normalerweise würde ich das hier jetzt schon schneiden, aber ich habe ja noch nicht mal rausgefunden, wie der Boss an sich geht. Ja, sehr gut. Ja, er hier. Ich meine, dem Schwert kann ich nichts tun irgendwie. Ah, doch. Also kann ich dem doch was tun. Okay, krass. Hätte ich jetzt irgendwie... Dachte schon. Wow. Nein! Ich wollte doch nur eine Coca trinken. Coca sage ich wegen, weil Copyright. Keine Fremdwerbung. Schleichwerbung, nicht Fremdwerbung. Mein Gott, was rede ich denn? Super, und jetzt komme ich nicht daran. So. Letzter Sohn des Mirakels heißt das Teil. Ah ja.
Ach, schade. Ja, okay, die grünen Teile, die sind ganz cool. Die machen ja nicht wirklich viel. Nein! Summa Blasphemia habe ich freigeschaltet. Also wir dürfen voranschreiten, mal sehen. Ob wir Buße getan haben. You have freed His Holiness from his afflicted torment. And now he walks by the old processions on the other side of the dream. Ist im Jenseits. The cradle of the grievous miracle. The final relic. The grail of blood and gold that emanated from the forehead of the Father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits. Only you will be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Your communion with the Unsere Kommunion des Mirakels. Oh, ich bin gespannt, ob mal sehen, ob es mehrere Enden gibt und ob wir ein gutes erreicht haben oder ein schlichtes. Wir werden es jetzt herausfinden. Der Pfad des Unwürdigen. Mountain of ashes that swallowed up sins and sinners alike has had no mercy on you either. At the mercy of the miracle you were, and at the mercy of the miracle you remain. You are no longer anything but one more anonymous visage, without a voice, without countenance. Your penitence is over. Okay, ich rede mal in den Credits. A game by at the game kitchen. Ja, ich glaube das Spiel, das sieht man jetzt auch in den Namen, es ist irgendwas Südeuropäisches. Ich hoffe, es ist Spanisch. Wir waren die Manifestierung der Buße einer Person. Person am Anfang, die sich das Leben nahm anscheinend, und haben dann Buße getan und sie und uns, beziehungsweise wir waren ja sie dann im Endeffekt, denke ich mal, in den Traum geschickt. Der Traum war, denke ich mal, das Jenseits, und vom Jenseits sind wir dann in den Himmel gelangt. Ja. Geholfen haben wir weder dem Kind mit dem Bullen, was aus dem Bullen geboren wurde, noch haben wir die Kirche vollständig
vollständig aufgebaut, noch haben wir den anderen Leuten vollständig geholfen, aber wir haben sie weitergebracht. Ah ja, da, English Voice Production Spain. Wird ja, denke ich mal, richtig sein. Das Spiel insgesamt, also man kann viel erleben. Man hätte es noch eine Ewigkeit weiterspielen können, das haben wir nicht getan. Ich habe es jetzt so weit gespielt, dass wir so ziemlich alles mal gesehen haben. Wir sind aber auch nicht durchgerusht, kann man sagen. Also es war immer so ganz... Ich finde, ich habe das für euch, glaube ich, ganz gut aufbereitet. Es war jetzt kein 100% Run, aber das wollte ich auch gar nicht. Ja, ist noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, die Musik, ultra geil. Das Setting, ja, es ist religiös, also man muss ja an nichts glauben, tue ich ja auch nicht. Es ist ja auch hier jetzt praktisch alles so ein erfundener Glaube, den ich übrigens ganz interessant finde, aber trotzdem mit reellen Einmischungen, was extrem gut gemacht ist. Und irgendwie ist das Mirakel für mich mehr negativ als positiv herausgekommen. Es wird zwar als Wunder angebetet, aber ich muss sagen, naja. Es wirkt schon fast wie ein Geschwür, was dort sitzt. Ja, diese pixelige Grafik und alles, also beim besten Willen, aber es gibt nichts Besseres. Also es... Das ist irgendwie... Ich finde es so toll, diesen Retro-Look und alles. Ist wirklich unfassbar gut. Ah, guck mal, da sehen wir nochmal die Charakter-Cast. Zum Beispiel die... Ja, hier, Gemino, die haben wir, den haben wir, war es ein Er oder eine Sie? Ah, ist ein Er, Claudio. Ja. Das goldene Gesicht. Da dachte ich immer, das wäre das Mirakel, weil es hat zu uns gesprochen nach jedem, besiegten Boss. Ja, im Endeffekt hat mich ja trotzdem geärgert, dass ich die, wie heißt sie denn? Die eine Dame dort getötet habe. Weil ich denke mal, wir hätten von der ein übel gutes Item bekommen. Und ich werde dann auch mal danach gucken auf Steam, ob die noch irgendwelche anderen Spiele haben. Weil ich glaube schon, aber ich weiß gerade nicht welche. Also wenn die noch haben, dann kann ich, denke ich mal, sagen, ist das hier bestimmt das Beste, was die haben. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also das ist wirklich unfassbar gut. Published by Team 17. Team 17 Digital LTD. Ja, also... Es ist unfassbar gut. Am Ende hat sie es doch aber ein bisschen... Also wirklich einen ganz kleinen Mühe hat sie es gestreckt, weil... Man besiegt die Hauptbosse, denkt man kommt weiter und dann beginnt praktisch alles nochmal von vorne und man besiegt nochmal drei Hauptbosse. Das hätte... Ganz kleinen Ticken kürzer. Also wirklich nur einen ganz kleinen Mühe hätte es kürzer sein können. Wobei, ach. Eigentlich nicht. Kleiner Tick. Ach, das ist jetzt wirklich Meckern auf dem höchsten Niveau. Also da kann man, glaube ich, es ist unfassbar gut gelungen. Ist halt ein Souls-like. Also im Endeffekt steht ja die Schwierigkeit im Vordergrund und die hat es definitiv getroffen. Es ist auch unglaublich balanced. Also ich denke mal, man hätte es bestimmt speedrun können, hätte es auch geschafft. Bloß je nachdem, wie gut man ist, hat man natürlich so ein bisschen Vorteile. Und dadurch, dass ich jetzt versucht habe, wenigstens ein bisschen Items zu haben, die ganz gut sind, haben wir uns das auch dementsprechend einfacher gemacht, was man auch gemerkt hat, aber es war trotzdem noch extrem schwer. Also Balancing extrem gut, denke ich mal, gelungen. Ja. Der letzte Boss auch nochmal ein bisschen unerwartet. Dieses Teil, was wir aufgeschlossen haben. Der letzte Sohn des Mirakels, was auch immer das heißen mag. Ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich lasse jetzt mal die Credits durch und bin dann erstmal in der Zeit still. Oder rede noch ein bisschen weiter. Aber ich habe nichts zu reden.
Hier sind jetzt sehr viele englische Namen. Das sind bestimmt die Namen von Team 17, denke ich mal. Communication. Genau, also entwickelt von The Game Kitchen und gepublished von Team 17. Und falls ihr das Spiel selber spielen wollt, ich habe ja alles verlinkt, sowieso schon in der Beschreibung, da sind ja arsch viele Links. Unbedingt mit Controller. Mit Controller. Also mit Tastatur. Ich weiß auch gar nicht, ob es das Spiel für die Switch gibt. Ich kann ja mal ganz kurz live nachgucken. Live ist es natürlich nicht. Und es sieht so aus, als würde es das tun. Also, wenn ihr keinen PC habt, dann habt ihr selbst dort den Vorteil. Es gibt es für die Switch und ich gehe mal davon aus, es ist vielleicht ein Ticken schwerer für die Switch als am PC, aber es ist trotzdem extrem gut. Und die Musik wird langsam leise. Mal sehen, was das heißt. Ob die Credits auch gleich vorüber sind. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was sind denn das Fährt für Namen durchlaufen. QA-Tester? Da unten sind Playtester. Ich habe auch vorhin was mit Kickstarter gesehen, also es kann durchaus sein, dass jetzt noch ein paar Kickstarter-Namen kommen. Special Thanks. Cool. Da, Carolina von Riva. Das ist die Urnichte von Gerald von Riva. Wie auch immer das funktioniert, weil der ist ja... Ach doch, nicht der Geert, hätte Geschwister. Das würde gehen. Mal sehen, vielleicht sieht man auch irgendeinen Namen, den ich kenne, aber ich denke mal nicht. Ah, da, hier. This game was made possible by more than 10,000 Kickstarter backers. Andrew C. Hunt. Achso, das sind, denke ich mal, jetzt... Oh! Cool! Boah, das würde ich mir an der Wand hängen. An deren Stelle. Devin Patrick Williams. Das sind praktisch die Topspender. Oh, guck mal, Tracer. Was ist das denn? Hunter Blaze Darton. Das sind die Top-Backer von dem Projekt. Also die, die, denke ich mal, am meisten gespendet haben oder so. Joel Sona. Ich glaube, der hat Vorlieben. Der Tracer-Typ auch. Und der spielt Gitarre. Oder ist DJ, deutscher DJ. Michael Wohlberg, TFK. Ich glaube, er heißt Saraza. Und da ist Gronk. Liam Brady. Oder Liam Brady. Brady. Mein Gott. Und das hier ist Rumpel. Sergeant Rumpel. Vielleicht kennt den ja noch jemand. Issa Kabir. Oder Kabea. Oh. Das sind noch die ganzen Kickstarter-Namen. Oh, der Soundtrack. Ich weiß gar nicht, wovon war der? War, glaube ich, vom Anfang direkt? Also ich kenne die Melodie, die haben wir auf jeden Fall gehört. Man kann ja mal zum Beispiel beim Buchstaben E nachgucken, ob dort vielleicht bekannte Leute sind. Erik Range zum Beispiel. Oder bei G. Für Honk. Kann ich das... Ah ja, ich mach's mal ein bisschen schneller. Vielleicht. So, vierfache Geschwindigkeit. Da sind auch viele Deutsche der Namen dabei. Zum Beispiel Alexander Kühl, der keine Groß- und Kleinschreibung besitzt. Andrew John McDermott. Naja. Interessant. Ich glaube, das kann man noch schneller machen. Das dauert ja eine Ewigkeit. Wir sind schon beim Buchstaben C, also. Christoph Jungmann. Immer mal wieder sieht man auch einen deutschen Namen. Hier, jetzt kommt E, da möchte ich mal selber gucken noch. Na, oh, das geht noch schneller. Ah, hier sind Eriks. Erik.
Also Gronkh konnte ich nicht sehen. Kann natürlich sein, dass er das Spiel nicht gebackt hat. Oh, ich mache mal achtfache Geschwindigkeit, alles andere. Oh, hier ist G. Nee, glaube ich nicht. Alles klar. Achtfache Geschwindigkeit. Sind schon beim Buchstaben H. I ging ganz schnell. Oh, ganz schön viele J's. Ganz viele J's. Also das sind ja wirklich sehr viele J's. Josh. Ganz schön viele J-O's. Juan. Und ein paar Justins. Lady Godlike. Interessant. Ja, wir sind, denke ich mal, schon recht weit. Jetzt werden noch ein paar M's kommen. Alles danach sind, glaube ich, Buchstaben, die nicht so viele haben. Boah, M. Junge. Bin mal gespannt, was meine Bitrate am Ende sagt. Hier sage ich ja, also die Buchstaben danach. OP wegen Paul und Fräulein. Puh, waren sehr viele da. Rolf Scheimann, hört sich auch deutsch an. Es sind ein paar Leute dabei, die es natürlich unterstützen. Ich finde es auch ganz cool, dass die alle noch aufgezählt haben. Das ist natürlich sehr cool. Ja, mir tut der Praktikant leid, der die alle eintragen musste, nicht wahr? Also, ich hoffe, die haben es automatisiert. Das ist, glaube ich, schneller, wenn man schnell ein Programm macht. Oh! In Memoriam Antonio Pozuelo. Oh je. Das hört sich aber nicht gut an. Das Schwert versiegt. Aspekt freigeschaltet. Wahre Apostasie. Ist wahrscheinlich ein Schwierigkeitsgrad. Neuer Spielmodus steht zur Verfügung. Was ist das hier? Wanderfahrt seiner Heiligkeit? Heilige Leiden. Okay. Also man hätte noch die Möglichkeit, mehr zu machen. Ja. Also ich sag mal, wir haben jetzt, denke ich mal, alles gesagt. Hier links sieht man nochmal den Menschen. Ich kann ja mal noch ein... Oh, cool. Ach, das ist sowas. Ja, mal sehen, womit wir... Das hier ist, glaube ich, von dem... Also es gibt ein DLC. Hintergrundauswahl. So. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne die anderen Videos schauen auf meinem Kanal. Und jetzt die Ankündigung. Das nächste Let's Play wird dort sein mit Raytracing. Ghost Runner. Ich bin schon mal sehr gespannt darauf. Ja, und ansonsten abonnieren, teilen, was weiß ich. Tschüss!